Körper verloren. Was? Digga! Was ist los bei dir? Ne, habe ich dir schon von meinem Traum erzählt, Nesca-Fahrer zu werden? Hast du in der Berufsschule überhaupt nicht aufgepasst, oder was? Pass auf! Was machen die denn? Ja, was für ich? Pass auf! Wie fahren die denn? Du hast 3/4 deiner Ladung verloren. Sag mal, geht's noch? Bonne! Hallo Muchachos! Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind am Start mit einer weiteren Folge Bausimulator. Am Start zusammen im Duo gespannt mit dem guten Nugi. Hallöchen. Was geht? Herzlich willkommen! Ich grüße euch! Bon Lice Muchachos, Marvin ist weiterhin noch in seinem Urlaub, eiskalt in der Praktikumszeitraum erstmal Urlaub genommen. Richtig unverschämt, aber so kennt man ihn. Falls ihr Bock bekommt auf das Game, scheut euch nicht Muchachos, scheut euch nicht und fürchtet euch nicht. Wir haben einen Link zu Instant Gaming in der Beschreibung, da könnt ihr das Game holen und ein paar Groschen sparen dabei und uns natürlich supporten. Und dann ein bisschen Baustellen-Simulator zocken mit euren Kumpels zusammen. Denn das macht echt Spaß, wie man letzte Folge vielleicht gesehen hat. So, jetzt sind wir angekommen mit unserem Material an der Baustelle und müssen erstmal abladen. Wir machen hier, by the way, Kanalisation neu und Glasfaserkabel. Richtig. Ja, dass hier auch mal in Deutschland irgendwie der Internetausbau irgendwie vorwärts geht. Dafür den Fuchs ab hier. Sind wir da. Wir laden den Fuchs ab. Wir fangen an mit dem, was wir wirklich brauchen eigentlich. Ja, und zwar die Kabeltrommel hier. Nennt man sowas eigentlich Kabeltrommel? Ja. Also ist ja eine Kabeltrommel eigentlich, ja. Also ein klassisches, ja, ist, aber halt Trommel sehr, sehr groß. Trommel mit Kabel dran, ne? Deswegen dachte ich vielleicht, dass das ja bei den großen Jungs einen anderen Namen. Ich denke mal nicht, nee, nennt sich auch so. Komm ich da ran? Bloß halt, dass es halt ein dickes Kabel ist, ne? Bei den anderen. Ja, halt mit dicken Kabeln kenne ich mich aus. Wir brauchen halt die dicken Geräte. Das ist hier die neue Glasfaserleitung, ne? Genau. 1 GB. Mal, wo hast du eigentlich die Flasche hier, das Trinken gepackt? Willst du den Strohmann ran haben oder was? Ah, hier vorne. Ist im Handschuhfach. Ah, okay. Ja, natürlich. Okay. Wir müssen ja aufpassen bei eventuellen Polizeikontrollen, ne? Ah. Darf er hier nicht direkt irgendwie auf dem Armaturenbrett liegen. Sehr schön. Gönn dir. So schmeckt das doch und so arbeitet sich am besten. Jetzt haben wir natürlich, weil der Part eigentlich noch nicht dran ist, haben wir jetzt keine Anzeigen dafür. Ja, stell das einfach hier vorne sonst hin. Nee, ich stell das da hinten hin. Ich habe Angst, dass da vorne im Weg steht. Okay, dann stell das auf die andere Seite. Ich stell es einfach auf die andere Fahrbahn. Ja, stimmt. Wir können's einfach, ja. Ja, ich kann auch mal mit dem Auto hier das absperren. Klingt verantwortungsbewusst. Ja. Ich glaube, ich habe aber keine Warn. Ach. Egal. Steht ja mitten auf der Straße, sieht man schon. Lass Standlicht an. Ich sperre das hier ab. Warte mal, wir müssen ja immer vorwärts fahren, ne? Hä? Ja, ich sperre das einfach hier ab. Warte mal, dann kommen wir hier nicht rum. Dann kommen die anderen nicht rum. Dann müssen wir halt einmal zickzack fahren, aber passt ja auch. So! Rausgehebelt! Ja, wir packen das einfach mitten auf der Straße und so, wenn das so offensichtlich auf der Straße steht, dann merken die das schon. Und jetzt Navi anschmeißen. Und ab. Wir müssen zurück zur Firma. Hause. Auf geht's. Ich hoffe, wir kriegen jetzt beide Röhren drauf und vielleicht auch noch das. Das ist eigentlich Zement, kannst du das sehen? Das Stone Sand. Seine Steine und Sand. Sein Stand. Seine Stand. Das ist sein Stand. Richtig. Oh. Stone Sand and Book. Zack. Ja, nee. Nee! Hä? Was denn da? Nee! Eiskalt oder was? Funktioniert nicht. Ey! Was machst du denn da? Wer hat sich das denn ausgedacht, Alter, das so zu machen, ey? Eine Güte. Soll ich mal aufpassen können, Chef? Ja, ich dachte, so du guckst hier so richtig. Ein bisschen Umgebungssicherung machen. Ja, du musst es doch sehen, du hast zwei Spiegel links, rechts, zack, ja. Ne? Ja, der wieder einfach gar nichts macht, ne? Er steigt aus, dreht was in die Küche. Ja, pass mal auf, warte mal, ich guck mal nach. Den Korn. So, warte mal. Ja. Moment, du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiegel. Ja, Spiegel an der Wand, ja? Da musst du auch reingucken, sonst hilft dir nichts. Doch, der dürfte bestimmt passen. Andersrum drehen. Jetzt ein bisschen ausfahren. Er daneben. Was machst du denn?
Du musst ein bisschen... Ja, jetzt runter, absetzen. Kreativ werden, ja, ja. Absetzen. Oh, ja. Easy. Geil. Nice. Den Sack, den können wir vorne noch einsetzen. Ja, weiß gar nicht, ne? Wie können wir machen? Ne, hab ich dir schon von meinem Traum erzählt, Nesca-Fahrer zu werden? Ja, hab ihn gesehen, ja. Ja, und? Ja? Was denn? Hast du gut gemacht? Wir stehen noch ein bisschen vor dem roten Licht. Also noch ist alles gut. Also zumindest mit dem Heck, ne? Jetzt legen wir mal hier erstmal die Scheißrohre wieder da rein. Dann können wir auch den Anwohnern auch wieder sagen, dass wir da kacken gehen können. Wird das angezeigt hier? Hast du den Plan, wo das angezeigt wurde? Achso, den müssen wir gleich unten reinsetzen, ne? Ja. Ja, kommt direkt nach unten. Ja, okay. Kommt direkt rein. Ja, dann pack mal rein da. Ich geh mal gleich nach unten, dann helfe ich dir bei der... Ja, geh schon mal runter, beim, ja. Beim genauen Beim genauen Hin-Hin. So. Oh, da kommt schon das erste Röhrchen. Wir fangen mal mit dem anderen da, ne? Linke Seite. Ja, geil. Jetzt von dir links oder von mir links? Von dir links. Von mir vor mir. Pass auf, ja. Ja, ein bisschen weiter runter. Ja, ein bisschen drehen. Geht das noch? So drehen? Ja, es geht noch. Der Satan hat mich gerade besessen. Dreh dein Röhrchen. Ich dreh mein Röhrchen wie ein Profi. Los. Perfekt, runter. Duck! Sehr schön! Das erste sitzt drin. Jetzt verdichten wir das hier noch ein bisschen an einer Stelle. Ja, ein Tauben im Ohr. Bitte was? Ich höre Tauben, die mich angurren. Ja. Und eingesetzt. Nice. Sehr schön. Jetzt verdichten wir das hier nochmal ein bisschen. Zack. Guck mal, jetzt soll... jetzt müssen wir die Leitung legen. Jetzt kommt Glasfaser ins Spiel. Ja. Schnell Internet. Da musst du, glaube ich, aber unten am Start sein. Ja. Musst du denn das Kabel hinlegen? Warte, ich glaube, ich muss da Plan machen, glaube ich, hier. Oh, ja, dann roll das mal ein bisschen ab. So, hier wird gerollt. Glasfaser. Oh, guck mal, einfach easy peasy schnell eingelegt. Guck mal, da liegt es. Oh ja, ich guck mir das mal an. Nicht kaputt machen, ne? Nicht kaputt machen. Nee, ich guck mir das mal von hier an. Ja, ja. Ich stehe noch auf der Leiter, ja. Das ist gut gemacht. Also ein bisschen gerade hättest du es nur machen können, ne? Ja, was gerade? Da musst du nur geradeaus gehen. Die eine ist ein bisschen schief. Du musst da ein bisschen Spiel haben, weißt du? Wenn jetzt die Erde noch reinkommt, dann... das verdrängt ja auch so ein bisschen. Deswegen musst du für die Leitung, ne? Das ist alles schon fachmännisch gemacht. Ja, okay, ich vertraue dir jetzt mal, ne? Ich hoffe, dass das hier mit dem Internet auch passt. Ich meine, ich muss am Ende natürlich sagen, ich muss hier ja nicht wohnen, ne? Also... Ja, also, daher, ne, uns betrifft's nicht. Ob das jetzt wenn die jetzt die nächsten 3 Monate irgendwie kein Internet haben, dann ist das ja, also nur begrenzt unser Problem. Scheiß drauf, richtig. Ja, ist sogar eigentlich nicht schlecht, weil dann kriegen wir noch einen Auftrag. Richtig. Ist ja auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dann. Genau. Ich soll jetzt Sand liefern und verteilen, muss den nur hier abladen? Gucken wir mal, vielleicht kann das auch sein, dass wir dann gleich unsere Schaufel nehmen müssen und dann... Nee, da reinpacken. Aber das ist doch richtig. Ich direkt reinschmeißen hier? Nee, warte mal, Sand liefern. Ich gucke nochmal in den Auftrag rein. Aber da ist hier irgendwo so ein... ist ja kein Ablageplatz hier. Warte mal, was steht denn bei uns hier drin? Sandlieferung. Liefere und verteile Sand in den markierten Bereich auf der Baustelle. Sand ist im Kiesweg erhältlich. So, pass auf. Also, nee, hol das Ding mal raus da. Ach, wir müssen jetzt erst zum Kiesweg fahren, noch Sand holen, oder wie? Kiesweg, zum das ist für oben drauf hier, oder was? Ja, ja, wahrscheinlich. Ach, du ahnst es nicht, Chef, ey. Du ahnst es nicht. Ah, da ist ein Jähplatten, ne? Wahrscheinlich ist das so ein Müllsack, oder das ist nachher für... bevor wir die Gehwegplatten legen, weißt du denn? Ja, ja, ich glaube, dafür ist das, ja. Ja, ich setze mich schon mal rein. Ja. Genau, fahren wir das Kränchen rein und dann fahren wir gleich direkt hier... Warte mal, wo ist denn hier das nächste Ding? Kieswerk. Bauhof. Kieswerk brauchen wir, nicht Bauhof. Dann fahren wir einfach geradeaus hoch. Einfach geradeaus. Fahren wir geradeaus. Da vorne haben wir ein Tor, oder? Ist ein Tor? Nee. Dreh mal um. Hier... Ich dachte, das ging die Mauer. Nein, natürlich nicht. Ich hab nur ein Nesca-reifes Wendemanöver gemacht. Okay, sehr gut. Ach, guck mal, okay, da vorne, das heißt irgendwo Eingang, hier drüben.
Ja, so. F. Boah, ey, wie eine 1. Ich sag dir das. Ah, da kommt er. Ja, mehr Sand. Ja. Ja, da noch ein bisschen. Okay. Ah, alle. Ist voll der Lachs? Hinten noch ein bisschen draufladen. Ja, Baumaschine ist voll. Okay. Sehr schön. Du musst wieder navigieren, ne? Ich muss jetzt hier vorsichtig fahren. Ja, genau. Weil wenn ich jetzt zackig fahre, dann läuft hier der ganze Sand. Aber wenn ich jetzt einmal Gas gebe. Ja. Siehst du schon, was da. Ja, das fällt hinten runter. Ja, ja, deswegen müssen wir ein bisschen. Wir müssen ein bisschen gemütlich fahren hier. Das ist schon alles nach hinten gerutscht, ne? Siehst du das? Ah, rutschen, rutschen. Da musst du auch ein bisschen flutschen. Ja, genau. So, hier rechts. Also, rechts abbiegen bitte, jetzt. Ja, so gut ist mein Kurzzeitgedächtnis noch. Ah, okay, und hier. An der nächsten Kreuzung bitte links abbiegen. Du musst. Kannst du dich hinten auf die Ladefläche gehen, den Sand irgendwie festhalten? Schwierig. Pass auf! Was machen die denn? Ja, was für ich? Pass auf! Wie fahren die denn? Kreisli. Warum fährt denn der so dumm? Ja, siehst du? Aber mich anschreien oder wie? Aber der ist auf der Vorfahrtsstraße gewesen, ne? Hey. Hä, dumm! Sein Fehler, nicht unser Fehler. Guck mal, er hätte rechts rum abbiegen müssen, aber er ist ja, links rechts gefahren. Oder links, aber nicht ja, zurück, Alter. Das war die Vorfahrtsstraße, die ging ja so rum. Also wir haben keine Schuld. Ja, check, guck mal, ey. Verlieren wir eigentlich Ladung? Du kannst hier mit, Nein, wir verlieren keine Ladung. Mit dem V vorne auf deinem Display kannst du gucken, ob wir Ladung verloren haben. Du musst den Knopf gedrückt halten. Siehst du das? Nee? Hä, was zum Fick passiert hier? Hab ich Drogen genommen? Nein, das siehst du unten einen Kreis. Guck mal, als würdest du durch deine eigenen Augen gucken. Und dann halt mal die V-Taste gedrückt. Ich guck. Achso, warte mal, Ja. Guck mal zu mir rüber. Digga, als. Geil. Ey, die V-Taste gedrückt halt, oder was? Ja. Was sagt mir das? Achso, nee, du musst erst die Ansicht von hinten machen. Ah ja, das habe ich jetzt. Genau, jetzt und dann musst du V gedrückt halten. Um meinen. Genau, dann siehst du auch diesen Kreis. Und dann siehst du, ob wir Ladung verloren haben. Weißt du, das ist so eine Anzeige. Ja, aber minimal. Also der ist genau. Ziemlich voll. Ja. Ja, genau, nimm den. Kurz. In die Abkürzung. Ich wollte sagen, nimm den Kurzweg. Nimm den Kurzweg. Alter, wir schaffen das. Ich hab keinen Bock, dass wir jetzt nachher noch einen Auftrag rein hier bekommen. Ja, einmal! Hin, ne? Das ist nicht dein Ernst, Alter. Nee, weil die andere Ampel auch rot war. Oh, wie geil, ey. Oh. So, okay. Warte, Sand ist da. Ja, jetzt fahren wir da rückwärts ran und schütten das ab, oder? Ja. Mach ein bisschen vorne, ein bisschen Mitte und ein bisschen rechts, also links, bisschen, Mitte und rechts. Ja, ich mache erstmal Mitte und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, steig mal kurz aus. Ja, so, steig mal kurz aus. So, ich guck mir das mal an von hier vorne. Oh, das war... Ja. Ja. Oh, da ist sogar was reingerutscht. Oh, lol. Das ist ja realistisch, ey. Wenn noch meine Reifen sind, siehst du? Wir sind ja auch beim Bausimulator. Digga, krass. So, wie war nochmal abladen? Das war, glaube ich... Den Pfeil nach oben musst du drücken auf deine Tastatur, auf deinen Joystick. Aber nicht alles, so, oder? Das war alles? Das war alles. Wir haben 42%. Ich weiß nicht, ob das Sand liefern und verteilen, also ob das Abholen auch schon den Prozentanzeige voll gemacht hat. Ich glaube, das ist beides zusammen, oder? Ich glaube, wir brauchen ein größeres Gerät, oder? So. Haha. Ja! Moin! Oh ja, das ist hier, hier sprechen wir die richtige Sprache. Jetzt sollen wir auch wieder mal hier irgendwer versuchen, hinten drauf zu fahren. Ja, dann ich hoffe, die Farbe gefällt dir. Die Farbe ist perfekt. Ist genau der Ton, den ich haben wollte. Nice! Oh! Du hast ja richtig. Alter! Bitte. Wie geil ist das denn? Du hast ja Wendekreis wie so ein Zirkusauto. Dieses scheiß Auto da hinter mir! Ist grün, fahr mal! Okay, bei Hallo! Mir ist rot, aber ich fahr mal. Wie, ich zahl was, ne? Hast du gehupt? Ich will auch hupen. 100 Euro. Ey, sag mal, fahr doch! Ich muss jetzt die Sirene anmachen. Ich glaube, ist grün, ne? Nee, ist es nicht, aber warte mal.
Dein Ernst, Alter. Boah, ja, das sieht schon geil aus. Vielleicht besser. Ganzen Knüppel und Hebel und Knöpfe und... Ich hab einfach deine Kreditkarte hinterlegt, Chef. So, das Ding ist voll. Ich hoffe, da fällt diesmal nicht so viel runter. Ja, 10.700, alter Schwede. Das ist schon ordentlich. Sag mal, warum hast du hinten so eine Klappe dran und ich nicht? Meine ist weg. Ja, aber ich hab den besseren. Und ich wollte den von Cat hier. Kitty Cat. Ja, hättest du mal den von Dorsan genommen, ey. Ja. Dorsan! Chinesischer Hersteller, ne? Chinesen, die holen auf, Alter. Sag ich dir. Ja, wenn ich schnell fahre, das aus, als würde ich hier... Fliegt ganz schön viel runter, ne? Sehr, sehr viel verlieren. Aber eigentlich könnten wir auch drauf scheißen, weil wir haben zwei Muldenkipper voll. Richtig. Da muss doch eh reichen. Oh yeah, let's go! Ey. Ey. Hey, nicht abdrängeln! Was? Alter! Nein! Alter, wie viel ist da gerade? Hä? Ja, da wird die Hälfte meiner Ladung mit einem Schipper verloren. Oder? Was? Hey, das ist doch mehr! Digga! Was ist los bei dir? Hey, was verlierst du alles? Siehst du das? Ey, das ist nicht dein scheiß Ernst, Alter, ne? Ey, Chef! Es war da alles drin, ey, und beim Bremsen ist es rausgeflogen. Du hast drei Viertel deiner Ladung verloren. Sag mal, geht's noch? Wenn das mal reicht, ey. Drei Viertel! Ja, du hast doch hier zum Rennen angesetzt. Du musst doch als Chef mit gutem Beispiel vorangehen eigentlich. Ich hab nur noch 98% Volumen. Und das, obwohl du nicht mal Luke hinten drauf hast, ne? Das ist schon irgendwie unrealistisch. Ja, also, ne, wenn man hier als Chef, ne? Du bist ja eigentlich eine Verantwortungsposition hier. Person auch. Ja. Wenn man dann hier so ein Rennen provoziert, ja, ist man auch, muss man sagen, ist man auch irgendwo selber schuld. Ein bisschen weniger Gas geben vielleicht. Sind ja nicht meine 10.000 Euro. Und jetzt fährt er auch noch einfach über Rot, ey. Ich dreh durch. Ich dreh durch, Alter. Fährt ich auch noch gegen das... Ich glaub, da passen wir nicht durch. Fahr doch nicht gegen die Absperrung, Egel. Junge, was machst Platz du denn? Hier, Junge! Die kommen nicht durch! Hast du in der Berufsschule überhaupt nicht aufgepasst, oder was? Geschlafen! Ja, sieht man! Das warst du! Kann doch nicht sein. Egal, wie soll ich denn mit dem riesen Gerät hier mal rückwärts rankommen, Alter? Das geht doch überhaupt gar nicht. Kommt denn noch was? War jetzt nur 17%. Ey, das... 17%, Alter. Ich habe 10.000 dafür bezahlt. Ich dreh durch. Ich kann nicht mehr. Was soll ich mit dem machen? Okay. Warte, aber vielleicht... Ich weiß nicht, ob wir hier alles abschütten können auf dem einen Haufen. Ja, ich fahr mal ein bisschen zur Seite hier. Ja, ist schon hoch hier. So, pass mal auf, ein bisschen weiter. Aber wir haben 79%, wir haben fast... Ja, guck mal, und ich hab noch über die Hälfte habe ich bei mir drauf. Ich kipp noch mal hier ein bisschen was. Boah, geil, guck mal hier. Und jetzt laden wir den Lachs ab hier. Rinder! Nein, in die Eule. Boah, guck dir das mal an. Alter! Sehr schön, markierten Bereich räumen. Das hat doch fast planmäßig funktioniert. Du hast drei Viertel deiner Ladung verloren. Sag mal, geht's noch? So, hier Nummer 1 angeliefert. Oh, hörst du die Sirenen? Nee. Ich höre hier eine Polizei vorbeifahren irgendwo. Irgendwo ist Verfolgungsjagd oder sowas. Oh, 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 oh. Ich glaube, es geht nicht um uns. Nee, wir haben auch nichts verbrochen hier. Ja, die... Halbe Muldenkipper-Ladung von Sand, die da auf der Autobahn liegt. Ich weiß auch nicht, das egal. Kann damit nichts zu tun haben. Ja, ja, ja. So, dann würde ich sagen, das Pflasterscheide verlegen, du lass ich mal dir. Ja, dann fang ich mal an. Ab ans Werk. Ja, so, ich schneide mal die Palette hier auf. Aber zeig mal, wie schnell du das kannst, ey. So, zeig mal, warum der Chef Chef ist. Richtig, so. Alter, zack. Falter! Wie im Flug. Einfach beendet. Wir haben damit 11.000 verdient und leider schon 20.000 für den Sand ausgegeben. Das war auf jeden Fall kaufmännisch. War das der richtige Auftrag hier? Auf jeden Fall. Ich wundert, dass hier mal eine Baustelle aus. Achso, wir müssen die Baustelle noch räumen. Ja, wir müssen die müssen ja hier einmal runter und dann müssen wir die ganze Seite räumen. Die Geräte können wir schon mal wieder. Nee. Steht der noch im Weg? Ach, der andere steht auch noch im Weg. Da. Ich bin auch noch im Weg. Warte. Aussteigen, zurückgeben. Ah, fuck mich. Fuck. Ich, oh, oh. Was hast du gemacht? Ah, okay, nee, nur eingelagert.
ich hoffe es. Also, du musst auch, steig mal aus. Ja, warte, ich muss kurz hier. Nein, steig aus. Du musst nicht. Seite. Steig aus. So, ich steig. Ja, ich stelle mal kurz auf die Plattform. So, und jetzt? Wo bist du denn? Ich bin der Vorbereiter. Ja, dann sprich mal mit ihm. Ja, das ist dein Auftrag. Okay. Du bist der Chef. Moin, hallo. Wir haben die Arbeit erfolgreich verrichtet. Gucken Sie sich das mal bitte an. Yeah. Kamerasequenz. Yeah, wir haben es geschafft. Oh yeah, Muchachos. Glasfaser-Internet für alle. Wir haben unseren Teil beigetragen. Das war doch wirklich mustergültig, Muchachos. Damit können wir auch den heutigen Arbeitstag im Bausimulator beenden. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr findet, wir haben hier die Arbeit qualitativ hochwertig und mustergültig für jeden Bauangestellten erledigt. Dann, wie gesagt, zeigt uns gerne einen Daumen nach oben. Checkt den Nuggi aus, Link in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und ein wunderschönes Gut Bau. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis dann, Antenne.